Hallo, hallo. Heute gibt es eine, ja, ich würde mal sagen, eine lustige Geschichte über die Fotografie. Und zwar der Fotokünstler und die Fotoausstellung. Es ist eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe und ja, ich muss heute noch darüber lachen. Mal grundsätzlich, die Kunst und auch deren Wert liegt im Auge des Betrachters. Ich war vor ein paar Jahren bei einer Fotoausstellung eingeladen und durfte vor der Eröffnung die Bilder und die Künstler kennenlernen. Einige bekannte Namen der Fotoszene live zu erleben und auch ihre Fotos ausgedruckt in voller Größe zu erleben, war echt sehr spannend. Natürlich wurden neben dem Thema Kunst auch viel über Foto- und Drucktechnik gesprochen. Es war deutlich herauszuhören, wie detailverliebt alle waren, sowohl die Künstler als auch die Betrachter. Selbst die Aussteller betrachteten sehr kritisch jeden Pixel der Mitbewerber. Die meisten Techniken und Drucksorten waren mir bekannt und teilweise erkannte ich sogar die abgebildeten Models. Ja, nach ein paar Jahren intensiv in der Fotobranche und in der Szene ist das nicht so ungewöhnlich. Bei einer Fotoserie musste ich allerdings stehen bleiben. Die Bilder waren sehr abstrakt und teilweise mit über einem Meter Kantenlänge auf Alu-D-Band gedruckt. Sehr teuer und sehr aufwendig. Als ich den Namen und die Preise auf der Infokarte las, musste ich die Person unbedingt kennenlernen. Der Künstler war schnell gefunden und wir unterhielten uns ausführlich und sehr bald sehr freundschaftlich. Neben seinen Werken stehend, erzählte er, wo er schon überall ausstellte und wer schon alles zu welchem Preis seine Kunst kaufte. Mit den Ohren war ich voll bei ihm, mit den Augen war ich immer bei den Bildern. Durch sehr viele Jahre Erfahrung in der Bildbearbeitung wurde ich aus dem Ganzen nicht schlau. Ich musste ihn einfach fragen. Du, sag mal, mit welcher Kamera hast du die Fotos gemacht? Mir war eigentlich aufgrund des Pixelhaufen relativ klar, mit welcher Ausrüstung circa gearbeitet werden musste, Entschuldigung, um solche Ergebnisse zu bekommen. Nur bei seinen Werken ging das einfach nicht. Zuerst ging er gar nicht darauf ein. Doch als ich ihn ein zweites Mal fragte, kam eine Antwort und die hat mich fast umgehauen. Er blickte leicht nervös in alle Richtungen, um sich zu versichern, dass ja keiner mithörte, kam sehr nahe auf mich zu, zwinkerte mich an, griff in die Hosentasche und holte eines der ersten Handys mit Kamerafunktion heraus. Er steckte es wieder ein und sagte dazu, dass es keine weitere Bearbeitung gibt, außer auf die Druckgröße hochzurechnen. Alle Fotos in der Ausstellung wurden über viele Stunden hinweg fotografiert und mit mindestens demselben Aufwand bearbeitet und retuschiert. Sein Shooting für die Ausstellung dauerte keine 10 Minuten und kam 1 zu 1 auf einer 640 x 480 Pixelkamera in den Druck. Aufgrund der niedrigen Auflösung, ja, der Farbverfälschung und der, ja, altersbedingten Unschärfe entstand aus einem alten Handyfoto und seinem Motiv ein Kunstdruck für internationale Galerien. Solange es gefällt, dürfen die Leute auch Geld dafür bezahlen. Das Geld ist nicht der Wert eines technisch vielleicht schlechten Fotos, sondern das Know-how des Künstlers und seiner Kreativität. Mit seiner Geschichte dazu fand ich seine Werke sehr dem Preis entsprechend. Hätte ich mir ein Bild leisten können, hätte ich es mir tatsächlich gekauft. Mit jedem Gerät kannst du kreativ arbeiten und tolle Ergebnisse erzielen. Und jetzt denk mal nach. Hast du jemals einen Koch gefragt, welche Pfanne er verwendet, weil das Essen so lecker schmeckt? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Freue mich von dir zu hören, zu lesen. Bitte stelle Fragen, gib Feedback. Daumen hoch und Sternchen. So lang, bis zum nächsten Mal. Ciao.